Die Bundesregierung hat sich laut Referentenentwurf aus dem Bundesinnenministerium auf eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts geeinigt. Migranten sollen künftig schneller den deutschen Pass bekommen. Für Menschen, die gut integriert sind, soll eine Einbürgerung künftig nicht mehr nach 8, sondern nach 5 Jahren möglich sein. Auch in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern sollen schneller Deutsche werden können. Eine Bedingung zur Einbürgerung ist, dass man seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten kann und keine schweren Straftaten verübt hat. Fangen wir gleich mal nach. Lena Mosel steht vor dem Deutschen Bundestag. Lena, die Staatsbürgerschaftsreform, die war ja nicht unumstritten. Was hat nun schlussendlich zur Einigung innerhalb der Ampel geführt? Ja, letztlich lagen die Ampelpartner da gar nicht so weit auseinander, wie wir das bei anderen Themen gewohnt sind. Die Union war es, die Opposition also, die vor allen Dingen Kritik geübt hat und das sicherlich jetzt auch weiter tun wird, wenn der Entwurf jetzt an die Länder und an die Verbände geht. Da sprach man ja schon von einer Verramschung des deutschen Passes. Bei der FDP, die in der Ampel noch die meisten Kritikpunkte hatte, da war das natürlich weit davon entfernt. Die FDP war auch für diese Vereinfachung der Einbürgerung, hatte aber vor allen Dingen an zwei Punkten noch Bedenken. Und da hat man sich jetzt aufeinander zubewegt. Der eine Punkt war die Frage, ob alle Menschen über 67 Jahren nur noch einen mündlichen Sprachtest machen müssen, um Sprachkenntnisse entsprechend nachweisen zu können. Und das ging der FDP zu weit. Und der neue Entwurf sieht jetzt auch vor, dass das ganz explizit für die sogenannten Gastarbeiter gelten soll, die im Rahmen von Verträgen in die Bundesrepublik oder dann eben auch das Pendant dazu in die DDR eingereist sind, dass nur für diese Gruppe man sagt, okay, bei denen reicht ein mündlicher Sprachtest aus. Das ist ein Entgegenkommen, in dem man auch anerkennen möchte, dass diesen Menschen entsprechende Integrationsleistungen gar nicht erst angeboten wurden. Und der zweite Punkt, wo die FDP große Bedenken hatte, das war die sogenannte wirtschaftliche Integration. Und auch da hat man sich jetzt angenähert. Es war von vornherein vorgesehen, dass Menschen nur dann eingebürgert werden sollen, wenn sie für sich selbst sorgen können, für sich und ihre Familienangehörigen. Da gab es aber schwammigere Formulierungen, Ausnahmen, die da deutlich leichter zu finden gewesen wären. Da hat man jetzt in der Formulierung noch mal ein bisschen nachgeschärft. Und ja, so bringt man das Ganze jetzt gemeinsam auf den Weg. Vielleicht noch mal ganz kurz. Bekommen wir durch diese Reform jetzt auch mehr ausländische Fachkräfte ins Land? Es war immer so ein bisschen das Argument von Nancy Faeser, womit sie das Ganze auch ein bisschen beworben hat und hat gesagt, das sei ein Paradigmenwechsel, dass man eben jetzt davon abrückt, dass man die ursprüngliche Staatsbürgerschaft aufgeben müsse. Das soll jetzt also wegfallen. Man soll dann in der Regel eben beide Staatsbürgerschaften haben können, die eigentliche, die ursprüngliche behalten und zusätzlich die deutsche erwerben. Das könnte natürlich in der Tat auch dazu führen, dass Deutschland ja ein Stück weit interessanter, attraktiver wird für Fachkräfte, die dann quasi ihre eigene Identität in Form ihrer ursprünglichen Staatsangehörigkeit langfristig eben nicht aufgeben müssen. Aber ganz klar, das kann nur ein Baustein sein. Aber das weiß die Ampel natürlich auch selbst. Sie hat ja ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg gebracht, wo man entsprechend weitergehende Punkte dann auch festgelegt hat. Zum Beispiel, dass es leichter sein soll, die Berufsqualifikation in Deutschland anerkennen zu lassen, dass das Ganze auch schneller, unbürokratischer werden soll. Also man hatte auch noch weitere Punkte. Nur alleine mit diesem einen Baustein, den großen Paradigmenwechsel, würde ich dann nicht unbedingt sehen, aber es kann sicherlich dazu beitragen, dass Deutschland als Einwanderungsland attraktiver wird für Fachkräfte. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.